plus 16. Dann kaufen wir das noch. Den Helm brauchen wir erstmal nicht. So. Igitt. Erstmal das. Und das. Und das. Dann kann man das nicht wieder verkaufen. So. Eins bitte. Dann kommt das hier weg. Bim, 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 bim. Ja. 13 Tränke, 7 große. Ja, das sollte passen. Achso, was ist eigentlich mit ihm? Hammertechnisch? Was können wir da machen? 17. Ah. Sein dauert noch ein bisschen halt, ne? So. Müssen wir kurz das Equip halt durchgehen. Achso, 50, 51. 52, hä? Was steht denn hier dann dran? Egal, auf jeden Fall macht er mehr Damage. Das ist wichtig. So, dann kann der Hammer auch weg. So, nur für die Mädels müssen wir dann Equip finden, ne? auf G und dann müssen wir... Vorgebirge. Yay. Und sehr geehrter Mann, da machen wir gleich weiter in einem Kurzcut. Ich bin gleich wieder für Sie da. So, sehr geehrter Mann, da bin ich mal zurück am Stück. Es geht weiter. Willy Nilly Night. Wir müssen noch kurz. Kataniata. Round 1. Kill me. Das Hochgebirge. Nicht wenige behaupten, dass dieses Gebiet äußerst lebensgefährlich, feindlich ist. Für mich ist es jedoch meine Heimat und ich kenne hier jeden Kieselstein. Ja, deine Attacke! Warte mal. Jetzt warte mal kurz, bevor ich Attacke mache. Weil, ja, you know. Wir haben kurz heilen müssen. So. Und jetzt geht's rein. So. Attacke! Kampf. So. Er ist dran. Achso, okay. Krass, Schutzschild. Warten. Er. Warten. Oh, das sind 4. Au. Gut, die blocken sich jetzt aber gleich. Sie gibt ihm auf jeden Fall mal Schutzschild, dass er ein bisschen Death hat. So, dann kriegt er nicht mehr Damage. 105, Alter, so pervers. Und Angriff. Und nochmal. Macht halt schon viel aus. Aufheben. Please, mach's richtig. Wenn ich triff, krieg ich nicht 2. So, ist der nächste Blatt. Perfekt. Ja, das tat ihm jetzt weh. Ist aber alles halb so wild, ist alles halb so wild. Wir können kurz hier einmal. Dann tun wir uns kurz aufsparen. So. Von daher ist noch niemand. Das ist ein Cooldown von 3 Runde. Alter Zinnober. Also die macht gut Damage, die halt. Macht ihm Blutungsschade? Apropos Blutungsschade, hier, gib ihm. Zack. Und zack. Yay, Giftzähne. Wenn wir was Neues zum Lesen. Verborgener Feind. Okay, das haben wir so gelesen, wie ich ihn
Wie interessant. Gerade als wir anfingen, Siri zu verdächtigen, ist er verschwunden. Angeblich ist er einfach weggegangen. Irgendwas ist hier ganz schön faul. Wir haben beschlossen, den langen Weg auf uns zu nehmen, um den Drachen aufzusuchen. Auf dem Weg dorthin werden wir Idrils Schwester besuchen. Ihr Haus steht am Rande des Vorgebirges, direkt am Pfad der Drachen, der zum Drachenberg führt. Ich würde aber erstmal gerne nach rechts lang zur Geisterstadt. Rattenwolf, what the fuck? Ja, komm, probieren wir es mal. Sprechen wir kurz. Was gibt's hier jetzt noch? Finde Buh. Haben wir schon gesagt, gelesen. Warten. Ja, hier hin. Warten. Ach nö, so ein Spuckerwitter. Ah nö, ein zweiter noch. Ja, super, nimmst du natürlich gleich mal einen Arschlang Lauf, weil es ja schon außerhalb von der jeglicher Range ist. Oh, Kinet! Echt, mach mich wach. Die muss aber einen Kilometer laufen, die Ratte. Bis sie da ist. So, und du's gut? Ah, doch nicht. Leider. Dann macht's er halt. Ich sag grad hallo, jetzt bug nicht. Ja, greif ihn halt an. Tu's. Oh ja, es ist geil. Okay, das kleine Mega. Hallo, hallo. Der stirbt gleich. Wie viel braucht es? 3, ich habe maximal 2 Verbraucher. Was sind maximal 2? So. Oh ja, bin im Radius drin, gut. Fuck. Das ist bestimmt außerhalb der Range von allem. Ah, das geht sogar noch. Das geht aber nicht mehr. Ja, das ist war taktisch blöd nachgestellt. Killen wir ihn. Au. So, und dann kommt er jetzt dran. Dann macht man Abba aus dem. So, dann kommst du jetzt. Ah, ich hab's nicht zu ihm hinzugefügt. Entfernen. I. Hinzufügen und gleich mal benutzen. So. Und jetzt die Ratte hier bitte, danke. Boah, der Xesse! Fuck you! Was machst du für ein Damage, Alter? Bisschen bescheuert? Schon mal wieder zu weit weg, ey. Die ganze Viecher, du. Das ist ja so ugly. Mann. Logisch, jetzt fürs Maul, du Arsch. Tschüss, Drecksviech. Eieieiei. Wir müssen ein höheres Level haben. Kommt mal mit. Wo war das? Da ist der Weg. Golem Level 15. Okay, die Mission wird später fortgesetzt.
mit. Komm, wir retten ihn. What the fuck? Hilfe? Hä? Ich weiß nicht, ob er wirklich hin will. Warte mal. Ist das nicht das Haus? Alles ist zerstört. Ich kann es nicht glauben. Araffel, Araffel, Araffel. Oh Götter, ich habe ihren Namen dreimal gerufen, aber sie ist nicht gekommen. Also ist sie nicht mehr. Schon wieder Kobolde. Ihre Fußspuren sind überall. Aber wie? Sie war so nett. Und sie hat nie jemanden gestritten. Es tut mir leid, aber wir sind auf einem Gebiet von Einheiten, die jeglicher Opfer egal sind. Mein Name ist Solid Snake. Und das ist Metal Gear Solid. Hier ist es ruhig. Wie ein Hinterhalt. Das habe ich gemeint. Es ist ruhig. Ganz bestimmt haben sie einen Hinterhalt gelegt. Essen, Essen, Essen. Ha, wie ich mich freue, sie zu sehen. Kommt schon, kommt näher. Ihr Unmensch. Ah, Kleiderfeld ist Barto. Hier, da, komm gleich mal her, mein Freund. Hier, zack, in deine Fresse. Du Hundekuchen. Ach, und nochmal. Weil's grad geht's sich. Und du kümmerst dich gleich mal um den. Ach, da kommen noch welche von hinten. Ach so, oh Gott, haben die Kilometer drauf. Au. Au. So, dann heben wir uns das auf. Kriegst du denn frittiert, Kind? Oh, eigentlich schon. So, dann dreht sich das Schlachtfeld soeben. Du kommst auch hier hin, mein Freund. So. Heidrim brauchst du nicht. So, einmal. Warten. Und schießen. Werden mehr von den zwei. Der da oben. Okay. Wenn es noch so ein Treffer oder so down, ne? Okay, nicht ganz, aber gleich. Die macht halt schon übelste Damage, Mann. Mit dem Dreckspfeil. So, dann greift der jetzt an. Lalala. Ja. Rache ist ein Gefühl der Dunkelheit. Trotzdem fühle ich mich besser. Wenn wir alle die Irren. Wenn wir all die Irren erledigt haben. Ich bin froh, dass sie aufgetaucht sind. Es ist so schrecklich, hier inmitten von all diesem Irrsinn, ohne irgendwas tun zu können. Arthur, diese Gefühle erschrecken mich. Erinnerst du dich, als Brandir von dem Schwert erzählte? Vielleicht stehst du schon unter dessen Einfluss. Vielleicht bist du einfach an all dem schuld, dass mein Onkel durchgedreht ist. Er war nicht immer so. Hundertprozentig nicht. Das liegt bestimmt alles nur an dir. Du hast ihn dazu gemacht. Ich hasse dich. Gunni. Gunni, du könntest recht haben. Dann bist du die Nächste. Aber dieses Schwert hilft uns dabei, diesen gornischen Knoten zu durchschlagen. Also lass mich auch gerne davon beeinflussen. Na ja, gut, wir haben den Schlüssel zum Drachenversteck. Hoffen wir mal, dass Khaleesin weiß, was hier vor sich geht. Diese Stimme in meinem Traum, sie sagte mir, dass ich jemanden brauche, der mir hilft. So jemand könnte der Drache sein. Wer sonst? Hoffentlich kann er mir meine Fragen beantworten. Vielleicht. Also, hier. Handvoll Münzen. So, es liegt nicht alles rum. Ist ja krass. Ach, das sind Ratten noch? Ich verpeile die Richtung jedes Mal. Was sind da unten? Ach, die holen wir uns dann kurz. Sonst gibt's ja nichts, oder? Doch, Küste! La 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 la.
Auch nochmal Ratten? Naja, was tun wir nicht alles fürs Level? Attacke! Schutzschild. Safen. Oh ja, gut, der kann nicht mehr angreifen. Der kann angreifen. Der aber nicht mehr. Du wartest. Wir haben von denen am meisten. 3,30. Ist egal. Mach mal den. So. 2 AP, 6 AP. Oh Gott, dann greift der ein. Und Blutungsschaden bitte. So, dann machst du mal den. Wegen 9. Echt jetzt? Ach ja, muss man das verstehen. Aua! Aua! Mal die Taste, ne? So, und dann kriegst du aufs Maul. 112 könnte reichen. Okay, nicht ganz. Jetzt aber. Nein. Und bitte. Lalala, 58. Attacke! Sehr schön. Mann, hör doch auf. Hallo, das tut weh. Oder den irgendein... Nee, hat's ja nicht. Gut. Tritt hier mal. Dankeschön. Rattenwölfe sind gekommen, weil sie den Tod gewittert hatten. Arthur, ich brauche jetzt wirklich deine Hilfe und die Bitte eines Mädchens kannst du nicht ablehnen, oder? Idril, ich glaube, du hast dich schon ewig nicht mehr als Mädchen bezeichnet. Und meine Großmutter und Urgroßmütter haben das übrigens auch nicht getan. Gunni, was ist los mit dir? Was bin ich, wenn nicht ein Mädchen? Billige Spieb. Natürlich ist Idril ein Mädchen, Gunni. Was ist denn jetzt in dich gefahren? Psst. Arthur, was schimpfst du mit mir? Bist du vielleicht? Gunni, es tut mir leid. Ich schimpfe nicht. Es ist einfach nur so viel passiert. Ich muss müde sein. Also, was wolltest du genau nochmal, Idril? Was ich wollte... kurzen Gespräch unter vier Augen. Ach ja, hier sind die Rattenwölfe und das verheißt gar nichts Gutes. Wir müssen sie verscheuchen. Ich wünsche sich nicht, dass sie das Haus meiner Schwester zu ihrem Bau machen. Mögt ihr mir helfen? Wir bringen ein paar davon an, den Rest wird zu viel Angst haben uns. Wir bringen ein paar davon an. Achso, ja, okay, ja, müssen irgendwo was anbringen. Okay, kapiert, alles gut. Wer ist meine Kiste? Ach, die ist leer. Ja, wie schon. Okay. Hä, was ist jetzt los? So. Hopp, hopp, Kinder. Waren wir denn schon? Oh, nee, ja doch, waren wir. Alle da? Kampf. Schutzschild. Warten. Ein Stück hinlaufen. Warten. Perfekt, sind getriggert. Der kann nicht angreifen. Und der auch nicht. Warten. Verseuchen. Angreifen. So. Der kriegt Blutungsschaden aufs Maul. Dann brauchen wir 3 AP. Dann greifen wir gerade nochmal an. So, wen nehmen wir denn von denen? Der ist schon vorgeschwächt. Do it! Alter! Ja, Mann! Ja, Mann! Teil aus! Hier kommen wir schon gar nicht mehr dazu, durchzuatmen, die Schweine. Hey! Aber so nicht! Kaioken! Oh, falsche Attacke, sorry! Wartet! Hier ist aber! Ja, komm, rotz den weg, please. Nur 62. Sag dir, du mit! 89, naja, war viel besser.
Wie? Ah, ich habe keine AP mehr. Okay, dann macht's er aber. Jetzt aber. Geht doch.